Servus, Grüezi und Hallo. Wir haben heute Sonntag, 11. Dezember 2011. Das ist der dritte Advent. Am Freitag bin ich ins Spital eingerückt um 9.30 Uhr. Ich hatte noch verschiedene Gespräche mit meinem Operateur, Herr Thomas Köstler, und dem Narkosenarzt. Anschließend war Röntgen angesagt und nach dem Röntgen habe ich noch ein EKG gemacht. Verschiedene Bluttests und um 16 Uhr wurde ich entlassen. Jetzt zeige ich euch einen Film, wie meine Operation abläuft. Viel Spaß! Die Bypass-Operation beginnt mit 5 kleinen Schnitten in die Bauchdecke. Durch die speziellen Operationsösen, sogenannte Druckaren, geführt werden. Durch diese Druckaren werden anschließend die Operationsinstrumente in die Bauchhöhle eingeführt. Über eine Minikamera, die übrigens auch durch ein Druckar eingeführt wird, erhält der Operateur Einblick in die Bauchhöhle. Mit einem Klammernahtinstrument wird nun jetzt eine kleine Magentasche, so groß wie eine Espressotasse, gebildet. Diese kleine Magentasche braucht nur wenig Nahrung, bis sie gefüllt ist. Dann fühlt man sich schneller satt und man isst weniger. Der Dünndarm wird in 2 Pigmente unterteilt, wobei der untere Dünndarmabschnitt an der neu gebildeten Magentasche angesetzt wird. So gelangt die Nahrung von der kleinen Magentasche direkt in den Dünndarm, wo die Verdauung vorgesetzt wird. Durch die Umleitung des Dünndarms wird ein Großteil der Nährstoffe und Kalorien nicht verdaut. Das obere Dünndarmsegment wird wieder mit dem anderen Dünndarmabschnitt verbunden. Hier vermengen sich die Verdauungssäfte aus Galle und Leber und Nahrung und sorgen für eine vollständige Verdauung. Heute Nachmittag um 14 Uhr muss ich wieder ins Spital Limmatal in Schlieren eintreten und anschließend bekomme ich ein super Drink. Ja, ein Apero, das ist mein letzter Drink. Der Drink ist zum den Darm entleeren und das alles nachher sauber ist für die OP. Am Montagmorgen, 12.12.2011 um 9.30 Uhr ist meine Operation vom Magenbypass. Circa 3,5 Stunden hat mir mein Arzt mitgeteilt. Ich hoffe, dass alles gut geht und anschließend in 1 bis 2 Wochen sehen wir uns wieder mit einem neuen Video. Ich wünsche allen recht einen schönen dritten Advent und frohe Festtage. Einen guten Rutsch ins 2012.